So, willkommen zurück bei Robflexion. Es ist ja schon eine ganze Weile her, dass ich die letzte Sendung gemacht habe, aber jetzt scheint die Sonne und ich traue mich wieder raus. Und ich habe jetzt einen Selfie-Stick und es ist alles toll. Und ich möchte euch heute mal von meinem Besuch bei der Republika berichten, wo jedes Jahr sehr spannende Vorträge gehalten werden. Dieses Jahr haben sie vielleicht auch einige mitbekommen, viel um Fake News gedreht, aber das hat mich eigentlich nicht so interessiert, sondern was ich extrem interessant fand, waren Vorträge, die ich gesehen habe über die Abgründe der Geheimdienstarbeit, über Brain Hacking und über die Macht der Sprachbilder. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich mich erstmal bei meinen Unterstützern bedanken, die mir seit meiner letzten Reflexionssendung so viel Geld gespendet haben. Also unter 10 Euro haben gespendet Felix, Klaus, Dieter, Markus und Christian. Dankeschön. 10 Euro habe ich gekriegt von Gerlinde, Ilka, Mike und Hajo. Und ein weiterer Mike hat mir 17,49 Euro geschenkt. Danke. 20 Euro habe ich jeweils bekommen von Andreas, Beatrix, Ina, Maike, Katja, Winfried, Gerhard und Wilhelm. Besten Dank. Brigitte schickt 21 Euro, Joachim 25 Euro, Christian 33 Euro, Martin 42 Euro und Leander 43,21 Euro. Dankeschön. 50 Euro sind gekommen von Bernhard, Hubert und Michael und 51 Euro von Birgitta. Danke dafür. Und dann habe ich auch noch richtig viel Geld bekommen vom Team KMF, von Jutta und von Dietmar, nämlich jeweils 100 Euro. Super, tausend Dank euch. Und 150 Euro kamen sogar von Benjamin und da dachte ich schon, ich werde nicht mehr. Aber dann kamen nochmal 250 Euro von Hans Ulrich. Vielen, vielen Dank dafür. Aber den Vogel abgeschossen hat Fabienne mit ihrer Einzelspende von 500 Euro. Das hat mich echt umgehauen. Da freut man sich wie ein Schnitzel. Also wenn auch ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr das unter diesem Link tun, paypal.me/Robert Fleischer oder unter der Bankverbindung in der Videobeschreibung. Ich sag schon mal danke. So, und jetzt kommen wir mal zu den wirklich interessanten Vorträgen in der Republika. Also einer der spannendsten war der von Christiane Mudra. Die ist Schauspielerin, Autorin und Regisseurin und die hat ein Theaterstück und ein Hörspiel gemacht mit dem Titel Off the Record, Die Mauer des Schweigens. Und darum geht es um den NSU-Prozess gegen Beate Zschäpe, aber vor allem untersucht sie auch die Rolle des Verfassungsschutzes, des BND, der Ermittlungsbehörden und der vielen, vielen V-Leute im Umfeld von dieser Terrorbande. Herr Klaas, ich habe 5 Minuten. Sie wissen ja um die Sicherheitslage. Ich habe eine Frage zu einer Ihrer dienstinternen Richtlinien, in der es heißt, dass die Staatsanwaltschaft mit Ermittlungen innehalten soll, wenn der Verfassungsschutz es für geboten hält. Das ist offenbar Standard bei Ihnen. Jetzt wüsste ich gern, gilt das auch bei Mord? Das muss ich prüfen lassen. Gut. Außerdem geht es um die Akten zu V-Mann Primus. Ihre Informationspolitik ist eine Zumutung. Ihre Akten kommen grundsätzlich kurz vor knapp, sind völlig unsortiert. Wir bekommen Dinge, die wir niemals angefordert haben. Dafür fehlen die angeforderten Passagen. Einzelne Seiten werden komplett entfernt. Im Geheimbereich ist alles bis zur Unkenntlichkeit geschwärzt. Was ist hier los? Im Übrigen ist ein Dokument geheim, wenn die Kenntnisnahme die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährdet. Alle weiteren Regelungen zur Einstufung von Verschlusssachen sind leider geheim. Sie finden selbst hinaus? Für mich das Spannende daran ist natürlich, dass die Frau Mudra nicht einfach nur irgendwas Fiktives zusammengeschrieben hat, sondern das Hörspiel, was sie gemacht hat, das basiert auf Fakten und Originalzitaten aus Sicherheitskreisen und den Untersuchungsausschüssen. Und hier mal so ein paar Fakten, die ich mir gemerkt habe. Also der V-Mann Primus, der hat mit Waffen und Drogen gehandelt, der hat Mundlos und Böhnhardt in seiner Firma beschäftigt. Der hatte das Paulchen-Panther-Motiv auf seinem PC und nach dem letzten NSU-Mord hatte das Land verlassen und lebt seitdem in aller Seelenruhe in der Schweiz, wo er nachbetreut wird. Im April 2006 wurde dann Halid Yozgat in seinem Internetcafé in Kassel erschossen und das war der 9. Mord des rechtsterroristischen NSU. Der Geheimdienstler Andreas Temme, der war vor Ort und meldete sich als einziger nicht als Zeuge, aber behauptet bis heute nichts von dem Mord mitbekommen zu haben. Er hätte sich dort nur aufgehalten, weil er ungestört mit irgendeiner Frau in einem Flirtportal chatten wollte, ohne dass seine eigene Frau zu Hause das mitkriegt. Alles klar, oder? Schüsse hätte er keine gehört. Er hätte beim Verlassen des Lokals auch keine Leiche gesehen, als er Münzen auf den Tresen gelegt hat. Aber es gibt jetzt eine unabhängige Untersuchung von Kriminalisten aus London, die das Internetcafé 1:1 nachgebaut haben und mit forensischen Mitteln nachgewiesen haben wollen, dass Temme die Schüsse gehört haben muss. Also insgesamt haben 7 Ermittlungsbehörden mindestens 25 V-Männer um den NSU herum platziert. Aber keiner will was von den Morden des Trios gewusst haben? Also das ist schon ziemlich merkwürdig, oder? Eins noch.
Haben Sie eine Erklärung für die 18 Telefonanrufe aus dem sächsischen Innenministerium auf Chapes Handy am Tag des Showdowns? Der Inhaber der Nummer wurde doch vernommen? Ja, er hat die Generalamnesie. Dass das sächsische Innenministerium die Telefonnummer von Beate Zschäpe angerufen hat, und zwar am 4. November 2011, da sollen sich ja Mundlos und Böhnhardt in einem Wohnmobil in Eisenach erschossen haben. Ja? Und 3 Stunden später hat Zschäpe die Wohnung angezündet und ist untergetaucht. Und inzwischen ist rausgekommen, dass Zschäpe 1 Stunde nach ihrem Abtauchen schon von einem Handy aus dem sächsischen Innenministerium angerufen worden ist. Aber sie ging nicht ran. Also wieso ruft jemand aus dem Staatsapparat eine Frau an, die seit Jahren versteckt lebt, und zwar ausgerechnet kurz nachdem diese Morde passiert sind, oder diese Selbstmorde? Also, dass die Geheimdienste und die Polizei jahrelang nichts gegen die Aktivitäten von NSU unternommen haben, das wird ja allgemein als Versagen der Sicherheitsbehörden gewertet. Aber dass das nicht nur ein Versagen war, dafür spricht ja auch die Tatsache, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz in einer Nacht- und Nebelaktion am 11.11.2011 Akten über V-Männer im rechtsextremen Umfeld geschreddert hat. Operation Konfetti, rechtswidrig. Und das klingt für mich jetzt nicht gerade nach einem Versagen, ja? Das klingt für mich eher nach einem Vertuschen. Ja, und auch das reihenweise Sterben von wichtigen NSU-Zeugen, die alle unter seltsamen Umständen ums Leben gekommen sind, das spricht für mich nicht gerade für ein Geheimdienstversagen, ja? Also alles in allem hat Christiane Mutra da in ihrem Hörspiel so ungeheuer viele bizarre Fakten über den NSU zusammengetragen, dass man hier wirklich kaum noch was anderes als eine skandalöse Staatsaffäre erkennen kann. Aber hört euch das unbedingt selbst an, das Hörspiel. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dann habe ich noch einen sehr spannenden Vortrag über die Macht der Sprachbilder gesehen. Den hat eine Neurolinguistin gehalten, die an der Universität von Berkeley in Kalifornien forscht. Und die erforscht die Wirkung von Sprache auf das Gehirn und wie sich das dann auf unsere Wahrnehmung und auch unser Handeln auswirkt. Und die hat was ganz Interessantes rausgefunden. Das konservative Gehirn ekelt sich stärker als das progressive Gehirn. Wir haben uns eine Gruppe von richtig intensivst konservativen Amerikanern in dem Falle geholt und dann von intensivst progressiven. Und dann haben wir ihnen ganz, ganz, müssen Sie sich vorstellen, hunderte von Aussagen vorgespielt und vorgespielt und vorgespielt und gemessen bei diesen Ekelmetaphern, was passiert. Und das konservative Gehirn flippt aus bei Ekel. So, und besonders interessant wird es jetzt, wenn wir uns anschauen, wie solche Erkenntnisse aus der Neurolinguistik im Alltag eingesetzt werden, zum Beispiel bei Wahlkämpfen. Da war ja zum Beispiel dieses Phänomen, dass Trump US-Präsident geworden ist, obwohl er eine Plattitüde nach der anderen rausgehauen hat. Ja? Also keiner konnte sich irgendwie vorstellen, dass der wirklich gewinnen würde. Denn nichts, was der gesagt hat, hat auch nur irgendeinen Sinn gemacht, jedenfalls scheinbar. Allerdings sind Frau Wehling und ihre Kollegen dahinter gekommen, dass Trump keineswegs zufällig das gesagt hat, was er da gesagt hat, sondern dass der ganz genau wusste, was er da macht. Trumps Kampagne war richtig gut gemacht. Er hat Framing von Anfang bis Ende genutzt. Die ganzen 18 Monate lang, wer anderes behauptet, liegt falsch. Da würde ich mich das diplomatischer ausdrücke, aber liegt einfach falsch. Und ich könnte Ihnen, also wenn wir jetzt ein paar Stündchen Zeit hätten und wirklich tief einsteigen könnten, dann könnte ich Ihnen Stück für Stück für Stück diese Kampagne auseinandernehmen und zeigen. Und da war ein Frame und da waren. Und übrigens, wir haben ja schon die neuronale Simulation von Ekel gesehen. Erinnern Sie sich, dass Trump ein Riesending daraus gemacht hat, dass seine Mitstreiter so dreckig sind? Dass Hillary Clinton eine Toilettenpause macht, oh, ist das eklig, da will er gar nicht drüber nachdenken. Und Marco Rubio, der schwitzt immer so und überhaupt und so und so. Und dann, na und ich übrigens, ich schüttel ja niemand die Hände, weil ich bin total so ein Reinlichkeitstyp und ich habe immer, wasche ich mir die Hände und deswegen schüttel ich keine Hände. Das heißt, das muss man wirklich sacken lassen. Er hat sich eine Marke gegeben, natürlich aufgrund solcher Erkenntnisse, in der er seine politischen Gegner als dreckig begreifbar gemacht hat und sich selbst als in höchstem Maße rein und sauber. So, damit hatte er dann schon mal die Konservativen im Sack. Also diejenigen, die sowieso die Republikaner gewählt hätten. Und auch für die unentschlossenen Wähler hatte er einen genialen Plan. Denn die Menschen orientieren sich ja, was Politik betrifft, immer an den Werten, mit denen sie groß geworden sind.
Bei denen, die streng und konservativ erzogen wurden, hatte er sowieso schon große Zustimmungswerte. Also ging es jetzt für ihn darum, den Unentschiedenen klarzumachen, wer Präsident werden sollte. Und wie hat er das angestellt? Er hat ständig Metaphern genutzt, die von der Familie handeln. Er hat zum Beispiel Hillary Clinton eine Nasty Woman genannt. Diejenigen von Ihnen, die ein bisschen Erfahrung haben mit dem kulturellen, linguistischen Kontext in den USA. Nasty, das ist so ein typischer Begriff, you're a nasty child. What we want to do is to replenish the Social Security Trust Fund. Such a nasty woman. So eine böse, gemeine, kleine Frau. Also was man eben so zu Kindern sagt. Ja, du böses, kleines Mädchen. Und damit hat es sich also perfekt den Frame eines Familienvaters verpasst, um Amerikas unentschiedene Mitte zu überzeugen, dass er derjenige ist, den sie wählen sollten. Also er hat ganz geschickt bestimmte Persönlichkeitszüge der Wähler angesprochen, die denen unbewusst sind, um sich ins Gespräch zu bringen. Der hat ganz genau gewusst, was er tut. Und wenn wir uns hier in Europa umschauen, dann finden wir auch immer wieder komische, verdächtige Politikersätze, die sich erstmal ziemlich gut anhören. Was hat eigentlich Emmanuel Macron genau gemeint, als er gesagt hat, er wolle verkrustete Strukturen der Wirtschaft aufbrechen? Meinte er damit etwa, dass er das Sozialsystem abbauen will? Nein, das hört sich doch auch gar nicht so schön an, oder? Also dieser Vortrag hat mich echt sensibilisiert, nochmal genau auf den Umgang von Worten zu achten. Und das nicht einfach so unreflektiert weiterzubeten. Den kompletten Vortrag findet ihr in der Videobeschreibung. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. So heißt das, so ein schönes Volkslied, ja? Und das ist irgendwie von 1842 und keiner hätte sich damals vorstellen können, dass mal irgendwann möglich wäre, Gedanken zu überwachen. Aber inzwischen bin ich mir nicht mehr so sicher. Denn da gab es noch einen weiteren Vortrag, den ich wirklich spannend fand. Und zwar war der von Miriam Meckel über Brain Hacking und Selbstoptimierung. Das ist ein neuer Trend, der eigentlich nach der Tastatur und der Spracherkennung die neue große Schnittstelle zwischen Mensch und Computer darstellen soll. Und auf die wird von Seiten der Industrie natürlich sehr viel Hoffnung gesetzt, ja? Aber wahrscheinlich nicht nur von denen. Mit Pillen, Elektroden und Implantaten soll also das Gehirn angezapft werden, um Texte zu diktieren, Autos zu lenken oder auch Maschinen oder Roboterarme zu steuern. Es wird schon dazu geforscht und das hat Miriam Meckel auch schon selbst ausprobiert an der Universität Tübingen. Und wenn man genau auf das Bild schaut, dann sieht man hinten, dass ich begonnen habe, das Wort Interface zu schreiben. Und das funktioniert. Man denkt über ein visuelles Schema, wo man sich eben auf den Buchstaben, den man auf dem Bildschirm haben will, konzentriert, den Buchstaben in den Rechner hinein. Ja, weil eben die neuronalen Signale, die Reize im Gehirn, die bei A entstehen, etwas anders aussehen als bei B und bei C. Und so funktioniert das. Ist doch langsam und ist vor allen Dingen störungsanfällig, aber es funktioniert. So, im Moment steckt die Forschung dazu noch in den Kinderschuhen, aber es ist abzusehen, wohin die Reise geht. In ein paar Jahren wird wahrscheinlich kein Hahn mehr nach dem neuen iPhone krähen, sondern dann krähen sie nach dem neuen iThink, ja? Das neue Brain Device. Aber nicht nur das, es gibt jetzt schon Geräte zu kaufen, die die Denkleistung verbessern sollen. Und auch da wird fleißig geforscht und der Intelligenzquotient und die Lernleistung sollen mit Elektroden verbessert werden. Das heißt, in Zukunft geht es nicht mehr so sehr darum, ob man sich selber dazu motivieren kann, was Neues dazu zu lernen, sondern es geht einfach darum, wer das beste Gerät hat, der ist das Schlauste. Wer das Geld hat, dazu schlau zu sein, der ist der Schlauste. Und das, sagt Frau Meckel, führt uns in eine neue Art von Kapitalismus, nämlich Neurokapitalismus. Das heißt, die Fähigkeit, sich als produktives Mitglied einer Gesellschaft zu etablieren über die Hirnleistung, die dann eben nicht mehr gegeben wie heute, sondern manipulierbar ist, hängt vom Geld ab. Und das wäre ein ziemlich interessanter Punkt, über den wir dann ganz anders diskutieren würden, als das jetzt im Hinblick auf die vielen, auch vor allem medizinischen Möglichkeiten der Technologien gegeben ist. Wir würden genauso über das Hirn diskutieren, wie wir über andere Elemente unseres Lebens, andere identitätsstiftende Faktoren unseres Lebens reden. Zum Beispiel über ethnische Herkunft, über Religiosität, über alle möglichen Dinge, über die Frage der sexuellen Orientierung etc. Das würde bei der Frage der Hirnleistung genauso kommen können. Und dann kommen wir sogar dahin, dass man sich fragt, gibt es sowas wie ein
Recht der gedanklichen Selbstbestimmung? Gibt es sowas wie die Freiheit, sich von der gedanklichen und Gehirnmanipulation, also Beeinflussung, auszuklinken? Und welche Chancen habe ich dann noch, in einem Leben und auf einem Marktplatz mitzuhalten, der ganz wesentlich davon beeinflusst ist? Aber das ist auch nicht der einzige Albtraum, der damit einhergeht, mit Brain Hacking. Denn wenn ich irgendwelche Geräte an meinem Kopf habe, die mein Gehirn vermessen, dann müssen die Daten ja auch irgendwie ausgewertet werden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese komplexen Rechenoperationen dann nicht lokal auf irgendeinem kleinen Gerät stattfinden, wie dem jetzt hier, sondern wahrscheinlich werden diese Daten irgendwo per WLAN in die Cloud geschickt und dann zentral von irgendeinem Großrechner verarbeitet. Das heißt, dass wir dann freiwillig das Intimste preisgeben werden, was wir überhaupt noch haben, unsere Gedanken. Und was könnte das mit der Gesellschaft anrichten? Das ist überhaupt noch gar nicht abzusehen. Wer bin ich eigentlich noch, wenn mein Gehirn von anderen beobachtet werden kann und wenn gegebenenfalls auch zufällig irgendwelche Fremdinformationen an meinen Synapsen anlanden können, die ich gar nicht selbst gedacht habe? Das alles wäre auf Basis der neuronalen Netzwerkentwicklungen und der Möglichkeiten von Auslesen und Implantieren von Datenströmen durchaus vorstellbar. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen, es bleibt dabei, die Gedanken sind frei. Und morgen? Schaut euch unbedingt diesen Vortrag von Miriam Meckel an. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. So, und zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis. Am kommenden Samstag kommt mein neuer Vortrag über Exopolitik, den ich in Wien gehalten habe, beim MUFON-Symposium in Wien. Der kommt auf unserem YouTube-Kanal. Und außerdem wird am 27. Mai ein Kollege von mir aus Portugal nach Leipzig kommen und einen krassen Vortrag halten über UFO-Nahbegegnungen der portugiesischen Luftwaffe und über 100 Jahre Fatima. War es eine Gotteserscheinung oder war es vielleicht der Kontakt mit einer außerirdischen Spezies? Er steht in Kontakt mit Forschern, die Untersuchungen durchgeführt haben, die Akten eingesehen haben in Geheimarchiven, die tatsächlich auf Letzteres hindeuten. Eure Meinung dazu würde mich natürlich auch interessieren. Bitte liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Bitte teilt es auf Facebook. Und über eure Unterstützung würde ich mich auch sehr freuen, vor allem über euer YouTube-Abo. Und kommt unbedingt am 27. Mai vorbei. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Reflexion. Bis dann. Ciao.